Nummer 4, bist du glücklich? Yeah, yeah, hell yeah. Hi everyone, welcome to my channel. This is the Phoebe Way. My name is Phoebe, and if this is your first time, you're welcome. This channel is about life in Germany, my experience, what you should know, how to move to Germany legally, how to settle in. And today's video is a bit different, okay? From this point on, everything is going to be in German. Oh, and you can see my background is different. I'm going to tell you something about this background in a bit. I'm going to give you deets. Okay, so stay tuned to the end of this video so you see what this background is about. If you want any of the items behind me, I'm going to leave the link in the description box down below so you check that out as well. All right, so today's video, totally in German. From this point, everything is going to be in German, but don't be afraid. I'm going to translate everything. It's going to be captioned, so stay tuned and rate my German, okay? So let's start this business. Ich habe gemerkt, dass der größte Teil des Publikums oder meines Publikums sich in Deutschland befindet und dachte, okay, ich sollte mich wahrscheinlich auf Deutsch vorstellen. Das habe ich schon mal gehört oder gesehen in den Kommentaren. Stell dich doch mal vor, wir wissen gar nichts über dich. Wir bekommen nur Infos und nichts über dich. Und deswegen dachte ich, okay, das machen wir dann. Und ich habe euch dann gebeten, auf WhatsApp und auf Instagram mir Fragen zukommen zu lassen, was ihr über mich wissen wollt. Und tatsächlich habe ich Fragen erhalten. Vielen Dank dafür. Okay, fangen wir mit den Fragen an. Es gibt einige schöne Fragen, einige Fragen, bei denen ich einfach auflachen musste. Und ja, so fangen wir mit den WhatsApp-Fragen an, okay? Die erste Frage ist, was ist deine Lieblingsküche? Ich lese hier, also ich schaue immer wieder nach unten, weil ich hier das Handy habe. Was ist deine Lieblingsküche bzw. Gerichte? Da würde ich einfach sagen, das ghanäische Essen, die ghanäische Küche, weil ich selbst aus Ghana komme. Und das ist auf jeden Fall meine Nummer 1, Ghana. Dann Deutsch/Italienisch, kann mich momentan nicht entscheiden, welche Küche mir da besser gefällt. Aber auf jeden Fall Ghana, Deutsch/Italienisch. Und als nächste wahrscheinlich die indische Küche. Ja, aber indische oder afghanische kann sein, kann alles sein. Aber genau. Falls du wiedergeboren wirst, was oder wer würdest du gerne sein wollen? Natürlich ich. Miss Phoebe loves Phoebe, okay? Ja. Ich will einfach wieder ich sein, weil andere Menschen, die ich gerne sein wollen würde, die haben selber ihre Probleme. Und mit meinen Problemen komme ich gut klar, okay? Das ist, so denke ich halt. Und ich bin die beste Version von mir selbst und deswegen, ich liebe mich. Ich bleibe so, wie ich bin, oder ich besser natürlich, aber so, wie ich bin, passt es. Was ist dir in einer Beziehung wichtig? Respekt, Transparenz und Respekt, Transparenz bzw. Ehrlichkeit. Das ist mir sehr wichtig, denn ich will einfach ich selbst sein können und wollen, denn ich will mich nicht verstellen, ich will so angenommen sein und so angenommen werden, wie ich bin. Und ja. Denn wenn ich nicht ich selbst sein kann, muss ich mich verstellen, dann bin ich nicht glücklich, du wirst auch nicht glücklich, weil irgendwann fliegt es auf. Ich kann ja auch nicht die ganze Zeit etwas anderes vorleben, was ich nicht bin. Und das hält einfach nicht auf Dauer. Also genau, wir müssen einfach auf die gleiche Wellenlänge sein. Also gemeinsame Ziele, die wir auch dann gemeinsam anstreben. Und ja, auch gleiche Wellenlänge. Genau, und auch, dass wir uns gegenseitig auch gut behandeln können und wollen. Nummer 4, bist du glücklich? Yeah, yeah, hell yeah, I'm happy. Ich bin zufrieden. Und natürlich, ich hab Herausforderungen, mit denen ich zu kämpfen habe, aber so im Großen und Ganzen bin ich happy. Ja, ich muss mir keine allzu großen Sorgen machen. Natürlich gibt es Sorgen hin und wieder, aber we're gonna be alright. And we are alright. So, gab es in deinem Leben ein Ereignis, das deine komplette Lebenseinstellung verändert hat? Falls ja, was, welches? Es gab so viele. Es gibt so viele Sachen, die mich wirklich verändert haben, die wirklich so einschneidende Ereignisse waren. Zum Beispiel der Umzug nach Deutschland, im Familienleben, die Scheidung meiner Eltern, das Unileben hat mich auch auf jeden Fall sehr verändert. Und ich habe mich selbst wieder gefunden, sozusagen.
Also ja, und was ich da sagen kann, ist, keine Situation bleibt ewig. No condition is permanent. Nichts bleibt so, wie es ist. Alles wird sich mal ändern und du musst dich auch immer wieder anpassen. Und du darfst auch nie zu gemütlich in einer Situation sein. Du musst immer wieder Augen aufhaben und an andere Pläne denken, an andere Auswege, daran denken, was ich aus dieser Situation mitnehmen kann. Genau. Welche Eigenschaften magst du an dir selbst am liebsten? Bestimmt, dass ich sehr optimistisch bin. Ja, also für mich ist das Glas immer halb voll, nie halb leer. Auch wenn ich mir Sorgen mache, gib mir höchstens 24 Stunden, das wird dann wieder. Ich bin auf jeden Fall sehr optimistisch und ich vergleiche mich auch nicht gerne mit anderen Menschen. Wenn es ums Aussehen geht, wenn es um Leistungen geht, um Wohlstand und so. Ich bin einfach in meinem eigenen Zone und messe mich einfach an meinen eigenen Erwartungen und nicht an anderen Menschen. Ich glaube, das hat mir sehr, sehr gut geholfen durchs Leben und daran werde ich auch festhalten. Welche Eigenschaften sind dir bei deinen Freunden wichtig? Freunde, die einfach mit mir zusammen albern sein können. Da fallen mir auch ein paar ein. Freunde, die mir auch die Wahrheit sagen. Ich muss mich auch auf euch verlassen können, dass ihr mir Sachen sagt, die ich selber nicht sehen kann, die mir selber nicht auffallen. Dann erwarte ich oder hoffe ich, dass meine Freunde dann sagen können, hey Phoebe, das musst du korrigieren, das musst du besser machen, kannst du darauf achten oder das wird dir nicht helfen auf lange Dauer. Sowas erhofft man sich von seinen Freunden und das ist für mich sehr wichtig. Wie schmerzhaft wäre der Verlust eines Freundes für dich? Wie schmerzhaft wäre der Verlust eines Freundes für dich? Sehr. Da blutet mir auch das Herz für die Familien, für ihre Mütter vor allem. Wie würdest du mit dem Verlust eines geliebten Menschen umgehen? Das war deine letzte Frage. Ich würde sagen, der letzte Mensch, den ich verloren habe, war meine Großmutter, mütterlicherseits. Es war schwer, aber mein Mechanismus war einfach an guten Momenten festzuhalten. Zum Glück war ich in dem Jahr, in dem sie gestorben ist, war ich dann schon in Ghana. Ich habe viele Videos und Fotos gemacht. Ich habe es auch irgendwie geahnt, denn sie war auch hochbetagt. Und ich habe auf jeden Fall sehr viele Videos und Fotos gemacht, die einfach für mich sind. Ich werde sie auch wahrscheinlich nie teilen. Aber wenn ich mal traurig bin, gehe ich dann wieder diese Videos aufrufen, schaue ich es mir an, lache manchmal, weil sie auch ziemlich lustig war. Und ein Weg oder eine Art oder eine Sache, die ich dann mir immer wieder sage, ist, ich werde sie auch stolz machen, als ob sie noch hier wäre. Ich weiß, dass sie auch das mitbekommt, was wir hier so treiben auf der Erde und ich will sie einfach stolz machen, ganz einfach. Ja, stolz machen, stolz machen, stolz machen. Was sind No-Gos in einer Beziehung für dich? Was sind No-Gos? Gewalt. Abuse. No. Warum willst du mir wehtun? Like, what's up with that? Gewalt, emotionaler Missbrauch, körperlicher Missbrauch, Körperverletzung, das braucht keiner, okay? Die Beziehung muss einfach für mich ein Safe Haven sein. Und wenn es dann nicht so ist, ciao. Einfach ciao. So schnell geht's. Du brauchst da nichts zu diskutieren. Einfach ciao. Mach dich aus dem Staub. Was auch ein No-Go ist, dass eine Person dich ausnutzen will. Dass Personen deine Gefühle ausnutzen wollen. Deine Ehrlichkeit für andere Zwecke, etwas, die wir verfolgen. Also, das ist auch ein anderes Thema. Ich werde es auch mit einer Freundin besprechen. Wir haben schon Pläne. Also, wenn du bis jetzt noch nicht abonniert hast, mach das. Denn Grace und ich werden dieses Thema auch bald besprechen mit Motive, eine Beziehung, warum Männer zu Frauen kommen, wenn Frauen zu Männern kommen. Und eigentlich nicht eine ehrliche Beziehung wollen, sondern etwas anderes. Das werden wir auch besprechen. Wie viel Deutsch steckt in dir?
Also ich meine, hast du dir zum Beispiel typisch deutsches Verhalten zu eigen gemacht? Ja, ich spreche ja Deutsch. Bei mir ist es dann wahrscheinlich 30-70 oder 40-60. 40-60, also 60% afrikanisch oder ghanaisch und 40% deutsch oder 6% ghanaisch, 40% deutsch. Aber ich steck schon viel Deutsch in mir, das muss ich sagen. Also ich freue mich. Also ich sag's mal so, mein Frühstück ist meistens deutsch. Genau, mein Frühstück ist deutsch. Mein Mittagessen ist meistens auf ghanaisch, das meistens, ja. Und manchmal ist mein Abendessen dann italienisch oder sowas. Ja, so ungefähr kann man es sagen. So wenn man es dann am Essen misst, ja. Meine Musik ist total zu 98% aus Ghana. Ja, also genau, es ist einfach eine bunte Mischung. Ich kann es jetzt nicht einfach so sagen, aber ich denke, so zwischen 30-40% Deutsch steckt in mir. Wo siehst du dich in 10 Jahren? Settled and rich. Settled, rich and fulfilled. Ja, einfach erfüllt. Ja, erfüllt. Wie sagt man settled auf Deutsch? Settled. Ja, Familiengründung, karrieremäßig und alles. Halt einfach erfüllt. Ich bin jetzt schon erfüllt, aber mit jedem Jahr kommen dann andere Sachen dazu. Genau. Okay. Nächste Frage, wir gehen jetzt auf Instagram. Who is your target audience? Sis, we don't mean German. Also mein Zielpublikum, wer ist mein Zielpublikum? Mein Zielpublikum sind erstens Afrikaner, die in Deutschland leben und natürlich auch Deutsche, die sich für die afrikanische Kultur und die afrikanische Sichtweise in Deutschland interessieren. Also was du als Expert hier machen kannst, was du hier für dich entdecken kannst, was du hier für dich rausholen kannst. Das sind halt die Themen. Und natürlich besprechen wir auch Sachen, die uns einfach betreffen. Und dann, wenn man halt nicht afrikanisch ist oder nicht aus einer anderen Kultur kommt, kann man dann auch sehen, wie wir uns fühlen, sozusagen. Genau. What do you hope to achieve with your channel? Also was willst du mit deinem Kanal erreichen? Was ich mit dem Kanal erreichen will? Erstens, dass Afrikaner oder dass Expats eine Anlaufstelle haben mit Informationen. Was können sie machen? Was sollten sie machen? Und auch ermutigen. Ich habe selbst einiges durchgemacht in Deutschland und ich will, dass man, wenn man auf meinem Kanal kommt, dann sieht, hey, ich muss nicht alles auf mich sitzen lassen. Ich muss auch diese Grenzen, diese Barrieren, die andere aufgestellt haben, ich muss die nicht sehen. Ich besehe sie einfach und mache, was mein Traum mir sagt, was ich für mich erreichen will. Und das ist etwas, was ich dann hoffentlich dann mitgeben kann. Nächste Frage. Wie geht's dir? Lange nicht gesehen. Sascha, es geht mir gut. Ich hoffe, es geht dir auch gut. Lange nicht gesehen, das stimmt. Ich war schon seit Ewigkeiten nicht in Sindelfingen. Ich war ja in Sindelfingen auf der Schule, auf dem Gymnasium und ja, es geht mir gut. Es geht mir gut. Und zwar für euch auch. Nächste. Keine Frage, sondern eine Feststellung. Du fehlst mir. Du mir auch, Jessie. Du fehlst mir auch. Also Sindelfingen Gang, du sollst alle mal besuchen. Nächste Frage. Wie kam dir die Idee mit deinem YouTube-Channel? Habe ich auch ein bisschen beantwortet. Also, wie die Idee überhaupt kam, das ist was anderes. Kann ich auch gleich erklären. Wie die Idee kam, war so. Wir haben in der Familie zu den Zeiten von Black Lives Matter, von George Floyd, haben wir immer wieder besprochen, was kann man machen, was sind die Auswirkungen von dieser ganzen Sache und wo fängt es eigentlich an. Und die Auswirkungen von Rassismus und dass man einfach als Mensch, als schwarzer Mensch das nicht auf sich nehmen muss, dass man es auch nicht akzeptieren sollte, dass man nicht sagen sollte, ach, wenn die sagen, dass es so ist, dann kann ich wirklich nichts erreichen, dann, wenn sie mich nicht annehmen, du musst auch nicht auf irgendeine Akzeptanz warten. Der ist echt super oft gebaut und die Themen sind sehr interessant und informativ. Vielen Dank, Lili, Dankeschön. Was sind deine Lieblings-Make-up-Produkte? Also nicht Marken, sondern nur Produkte, gell? Auf jeden Fall Lippenstift. Lippenstift mache ich sehr. Und Lashes. Also ist mir egal, ob ich Foundation habe.
aber Lashes und Lippenstift. So Augenwimpern, Fake Augenwimpern, Lippenstift muss immer sein, Lipgloss, irgendwas mit den vier Lippen und einfach etwas, damit die Augen ein bisschen größer werden. Genau. Magst du eher flache Schuhe oder High Heels? Damit es bequem ist, mache ich flache Schuhe, also flache Schuhe immer. High Heels für die Fotos und dann wieder ausziehen. Ich gebe es einfach zu. Also ich bin schon 1,80 Meter groß. Ich brauche keine High Heels, ehrlich gesagt. Also wenn ihr mich meinen High Heels seht, tanzen oder so, müsst ihr wissen, das ist getimed. Höchstens 2 Stunden, dann wird es gewechselt. Simple. Genau, ich glaube, ich hoffe, ich habe alle Fragen. Ja, und was andere nicht gefragt haben, weil sie mich wahrscheinlich schon so gut kennen, ja. Ich heiße Phoebe, ich bin ursprünglich aus Ghana. Ich kam 2004 nach Deutschland. Ich habe hier mein Abi gemacht, bin noch im Jurastudium. Bin nebenbei auch Dolmetscherin, also Verhandlungsdolmetscherin und ja, genau. Und was noch? Ja. Natürlich vergeben, sieht man ja am Hemd. Und ja, sonst noch was? Mhm. Natürlich habe ich auch erzählt, ich werde euch auch sagen, wo ich mich momentan befinde. Momentan befinde ich mich im Laden Liebesachen. Das ist alles für Deko, Antike, anything that your heart wants. If you want to have like a tasteful decoration, this is what you should be. I'm going to put the Etsy shop link in the description box down below. So just check it out, see what you would like, because currently, I wish I could show you everything, but some of the things are actually getting reorganized. So like dishware, also tafel sets, tusha, napkins, clocks, everything guys, everything you'll find online in the shop. So go check it out and let me know what you think about this video. How did I do about mein Deutsch? Bewertet mein Deutsch. Also 2004 bis 2021 sollte man schon einiges erwarten an Qualität oder an der Richtigkeit, oder? Und ich hoffe, ich habe euch nicht enttäuscht. Also ich bin selber ziemlich selbstkritisch. Ich persönlich bin sehr selbstkritisch, wenn es um mein Deutsch geht und die Sprache, wie gut ich sie beherrsche und so weiter. Aber ja, deswegen habe ich auch erst meinen Kanal auf Englisch angefangen, weil Englisch einfach meine Komfortzone ist. Aber ja, ich komme einfach aus meiner Komfortzone raus und spreche mal ein bisschen Deutsch. Wenn ihr mehr deutsche Videos sehen wollt oder mehr Videos auf Deutsch sehen wollt, lasst mich wissen. Comment down below if you want to see more videos in German. If you want to learn German, I've already started the German series, so check out the playlist. What's the name of the playlist? German Word of the Week. Check out the German Word of the Week playlist if you're trying to learn German. If you have any questions, shoot me an email. It's also down in the description box below, guys. Hope you like this video. Let me know. Und bis nächsten Sonntag. Till next Sunday, take good care of yourselves. Bleib gesund, stay healthy, stay positive. Stay hopeful, bleib zuversichtlich. Bis zum nächsten Mal und Dankeschön. Tschüss.